Grüß Gott und herzlich willkommen zur dritten Online-Lektion zur elementaren diskreten Mathematik. In dieser Lektion geht es um Stellenwertsysteme und so eine Art Sneak-Peek in die elementare Zahlentheorie, mit der Sie sich dann noch deutlich eingehender in einer ganz eigenen Lehrveranstaltung in einem höheren Semester beschäftigen werden. Wir beschränken uns hier auf den Kern der elementaren Zahlentheorie, Teilbarkeit, Primzahlen und Primfaktoren und das Rechnen mit Resten, das man vornehmer dann auch noch modulare Arithmetik oder eben Schnöder rechte mit Resten nennt. Die Teilbarkeitslehre habe ich dabei in zwei Hälften geteilt, was man ohne Primfaktoren und mit Blick auf das Stellenwertsystem sagen kann, und dann ein paar Aussagen, die auf dem sogenannten Fundamentalsatz der elementaren Zahlentheorie beruhen, dass nämlich jede natürliche Zahl oder ganze Zahl eine eindeutige Primfaktorzerlegung hat. Weil das heute ein recht dicht gepacktes Programm ist, Spare ich mir eine längere Motivation als eigenes Video und komme unmittelbar zu den Stellenwertsystemen. Heute noch verfügen wir über verschiedene Bezeichnungssysteme für Zahlen. Da wären zunächst mal die Zahlworte, die in jeder Sprache etwas anders sind, aber stets gewissen Systematiken folgen. Im Deutschen und vielen anderen Sprachen spiegeln diese Systematiken aber etwa nicht ganz eins zu eins das Dezimalzahlsystem, wie sich etwa an Bezeichnungen wie 11 oder 12 zeigt, aber auch noch an der etwas weniger intuitiven Reihenfolge bei einem Zahlwort wie 21, wo ja der zweite Stellenwert dann hinten ist, was immer so ein bisschen für Verwirrung sorgt. Dann haben wir Zahlsymbole, allen voran die indo-arabische Ziffernschreibweise. Hin und wieder findet sich für schmückende Zwecke aber auch noch die Darstellung mit. Römischen Zahlzeichen. Und da gibt es auch noch Strichlisten, das sind letztlich auch Zahlsymbole. Vertikale Striche repräsentieren die Einer und jeder fünfte Strich wird dann quer durch vier ausgeführt und dann wird etwas Platz zum nächsten gelassen. Zahlnamen und Zahlsymbole sind historisch gewachsen und im Prinzip völlig willkürlich. Aus der Ethnomathematik, also der Untersuchung der Mathematik, Fremder, häufig indigener Völker kann man allerdings ganz gut rekonstruieren, dass Zahlnamen eben doch entweder mit Zählsystemen und Bündelgrößen zusammenhängen, wobei dann häufig 2, 5, 10 und 20 für Zählzyklen genutzt werden. Und das verweist auch auf den anderen Hintergrund der Zahlnamen. In einigen Sprachen heißen bestimmte Zahlen, wie beim Zählen verwendete Körperteile, also zum Beispiel linke Hand als Zahlwort für 5 oder rechte Hand als Zahlwort für 10. Man nennt das auch Körperzahlen und aus dem Amazonasgebiet sind in der Tat Völker bekannt, die wortwörtlich mit allen Fingern und den 10 bis 20 zählen. Wenn es um Zahlsymbole im engeren Sinne geht, so kann man vier anforderungen benennen die so ein zahlsymbolsystem erfüllen sollte erstens das zahlsymbolsystem sollte auf einer einfachen das heißt leicht durchschaubaren systematik aufbauen zweitens sollten im prinzip alle also insbesondere beliebig große zahlen abgebildet werden können drittens wäre es ganz gut wenn es dabei nicht allzu schnell zu allzu langen zahlbezeichnungen kommt und einen ganzen Wust von immer neuen Einzelsymbolen. Und dann wäre es viertens auch noch ganz praktisch, wenn ein das Zahlsymbolsystem beim algorithmischen Rechnen, also dem schriftlichen oder wenigstens halbschriftlichen Rechnen, in gewisser Weise auch unterstützen würde. Bereits um 2000 vor unserer Zeitrechnung wird etwa im Altbabylonischen Reich das erste Positionssystem für Zahlen entwickelt, das im Grunde all diese vier Anforderungen schon ganz gut erfüllt. Dieses System kommt mit nur zwei verschiedenen Zeichen und deren Positionierung aus. Man nennt solche Zahlzeichensysteme auch Positionssysteme. Der vertikale Strich, dieser Strich ist so eine 1, der Haken ist dann eine 10 und zum Beispiel die 3, die 14 und die 33 werden weiterhin einfach durch mehrfaches Hinschreiben der Zeichen markiert. Ein echtes Stellenwertsystem, an dem wir verschiedene Zeichen für 1, 3, 4 an verschiedenen Positionen haben, ist das also noch keins. Zumindest hat man für Zahlen größer als 60 dann aber keine neuen Zeichen mehr eingeführt, denn dort wird die Zahl der 60er wieder mit dem einzelnen Strich notiert, die 600er wären dann wieder vorangestellte Haken und dann entsprechend die 3600er wären wieder nochmals vorangestellte Striche. Mit so einem Positionssystem können Sie dann mit nur diesen beiden Grundzeichen im Grunde beliebig viele, beliebig große Zahlen darstellen. Einen ganz kleinen Haken und sogar einen Nachteil gegenüber der Einführung jeweils neuer Zeichen für jeden neuen Stellenwert hat dieses System allerdings schon. Es gab nämlich kein Zeichen für die Null. Da aber die Bedeutung der Zahlzeichen von der Position abhängt, erzeugen dann leere Positionen Mehrdeutigkeiten, wie in dem Beispiel auf der Folie vielleicht ganz gut erkennbar ist. Algorithmisches Rechnen ist aber mit diesem Zahlzeichensystem zumindest für die Addition sehr ähnlich durchführbar wie mit unserem heutigen Stellenwertsystem. Schwierigkeiten ergeben sich erst bei der Multiplikation. Um das zu klären, gehen wir ganz kurz an die virtuelle Tafel wenn wir im Keilschriftsystem zwei Zahlen addieren wollen. Ich habe das jetzt mal so hingeschrieben, als wäre das unser schriftliches Rechenverfahren. Und äh, damit wir das besser erkennen, 600er, 60er, 10er und 1 Was man aber eigentlich machen würde, wenn man diese Zahl hier zum Beispiel hat, 2 60er, 2 10er, 3 1er, 3 60er, 2 10er, 4 Einer. Wenn man die addieren will schreibt man die einfach zusammen. Also ich schreibe hier die 3 und die 4 zusammen, das sind 7. Jetzt hat man das immer so gemacht, damit man die Struktur etwas besser erkennt, dass man das in so Dreiergrüppchen hingeschrieben hat. Hat man hier die 7, hier schreibt man auch die 2 zusammen, machen wir auch wieder Dreiergruppchen, haben wir hier 4 und in dem vorderen schreiben wir auch Dreiergrüppchen zusammen, 1, 2, 3 und 2 darunter. Und jetzt können wir das Ergebnis schon ablesen. Addition ist schon fertig. 5 er 4 er 6 Einer. Ist äh, 7 Einer ist das Ergebnis. Entschuldigung. Jetzt habe ich natürlich insofern ein bisschen geschummelt, wir haben hier keine Überträge. Was passiert denn, wenn wir Überträge haben? Im Grunde genommen geht das noch genauso. Man schreibt das erstmal alles zusammen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 und hier schreibt man auch genauso zusammen. 1, 2, 3, 4, 5. Und in der vordersten Falte auch wieder einfach zusammengeschrieben. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, jetzt habe ich das nicht so schön gemacht. Das mache ich nochmal. 1, 2, 3. Haben wir die schon weg. Und noch zwei da drunter. Also auch 5. Sieht hier überall gut aus, aber hier hinten nicht. Hier hinten müssen wir ja jetzt ein bisschen was wegsprechen. Hier hinten... Dürfen ja höchstens neun Stück stehen. Also die zwei hier, das geht irgendwie nicht. Neun plus zwei. Das heißt, wir müssen jetzt zehn wegstreichen. Zehn müssen wir insgesamt wegstreichen. Und dafür hier einen Haken mehr hinmalen. Dann sind wir wieder auf der sicheren Seite. Es bleibt hier also nur einer übrig. So, ich mal die hier mal alle weg. Einer bleibt übrig. Hier ist jetzt einer mehr reingekommen. Jetzt haben wir aber hier auch wieder sechs. 6 geht nicht, die müssen wir wieder wegstreichen. Da kommt gar keiner hin. Hier haben wir also einen leeren Stellenwert. Und jetzt rutscht dann wieder der eine hier rein. Ah, jetzt haben wir ja auch 6 stehen. Das ist aber kein Problem, weil die nächsten sind 600er, da werden wieder 10. Also ist unser Ergebnis jetzt 660er, kein 10er, ein Einer. So funktioniert das Addieren. Und Sie sehen, das Stellenwertsystem hat uns hier unterstützt. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, ah, das funktioniert dann ja beim Multiplizieren vielleicht auch ganz easy, dass wir halt sagen, okay, hier haben wir die Zehner, die müssen wir mit der Zahl mal nehmen. Also, das ist ja wohl so, wenn ich hier zwei Zehner habe und hier waren vorher die Einer, naja, dann schiebe ich die einfach in die nächste Spalte und nehme die mal zwei. Ja, aber jetzt es schwierig. Wenn ich in die nächste Stelle rutsche und die Zehner mal die Zehner nehme, da kommen ja nicht 60er, sondern 100er raus. Das heißt, dieses, was wir gewohnt sind vom schriftlichen Multiplizieren und wie auch das Abakus-Multiplizieren funktioniert, das geht hier leider nicht, dass wir jetzt stellenwertweise 1 weiter nach vorne schreiben, weil das eben keine echten Stellenwerte sind, in dem Sinn, dass nicht überall derselbe Bündelungsfaktor ist. Wir haben ja hier das Malnehmen mit 10... Und wir haben hier das Malnehmen mit 6. Das heißt, es rutscht nicht immer genau einen Stellenwert weiter, wenn man mal 10 nimmt. So. Das heißt, da haben die tatsächlich eine andere Lösung gehabt. Da haben die mit so Multiplikationstabellen dann gearbeitet, weil hier sind tatsächlich nur die Versechzigfachungen, äh, entsprechend immer dem Verschieben um zwei Stellenwerte. Aber das, was zwischen diesen Zehnern und Einern passiert und das, was zwischen den Zehnern und den Sechzigern passiert, das ist ja nicht dasselbe. Das heißt, das Multiplizieren ist in diesem Stellenwertsystem oder in diesem Positionssystem, muss man ja eigentlich sagen, nicht so einfach möglich. Interessanterweise stellen die deutlich später entstandenen griechischen und römischen Zahlzeichensysteme im gewissen Sinn einen Rückschritt dar. Hier werden für größere Stellenwerte immer neue Zeichen eingeführt. So dass man mit einem endlichen Zeichenvorrat nicht gut auskommen wird, wenn man beliebig große Zahlen darstellen will. Eine Million wären zum Beispiel entweder 1000 Ms oder aber sie führen ein neues Zeichen ein. Dann haben sie aber bei der Milliarde dasselbe Problem. Für algorithmisches Rechnen eignen sich diese Zahlsymbolsysteme auch nicht wirklich. Zumal im römischen System noch die leicht verwirrende Eigenschaft hinzukommt, dass das Voranstellen eines kleineren Zahlzeichens zur Subtraktion führt. Ix heißt ja also 10 minus 1 ist also 9 und XL heißt 50 minus 10 entspricht 40. Algorithmisch gerechnet wurde daher im antiken Griechenland und im antiken Rom eher an so eine Abart des Abakus, die nennt man auch Felderabakus, hier auf der Folie ist so eine spezielle Form. Die sogenannte salaminische Tafel, die stammt aus dem 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. In der Vorlesung Geschichte der Mathematik schauen wir uns auch etwas genauer an, wie man mit so einem Gerät rechnen kann. Wenn Sie es mal selber ausprobieren wollten, unter dem Video ist dann so ein Applet dafür. Hier und heute wollen wir uns aber mit Stellenwertsystemen im engeren Sinne beschäftigen. Wie funktionieren die eigentlich? Die Zahl 27. Schreibt man ja in der Vollschule gerne auch mal als 2 Zehner und 7 Einer. 27 ist also 2 mal 10 plus 7. Oder wenn wir es noch etwas umständlicher schreiben würden, 2 mal 10 hoch 1 plus 7 mal 10 hoch 0. Das geht so weiter. Bei dreistelligen Zahlen hat man vorne dann 100er, also 10 hoch 2. Dann bei vierstelligen Tausender, also 10 hoch 3. Im Exponent also immer genau 1 weniger als die Stellenanzahl. Weil die letzte Stelle sind ja die einer, was eben 10 hoch 0 entsprechen würde. Man kann die 27 auch im Vierersystem oder vieradischen System darstellen. Dann besteht sie aus der Ziffernfolge 1, 2, 3. Man gibt da eine Klammer herum und so einen Index 4 heran. Diesen Index nennt man auch die Basis des Zahlsystems und ist die Basis b, dann spricht man auch vom b-adischen Zahlsystem. Hier also dem vieradischen System. Man kann nun fragen, wie man zu dieser Zahldarstellung gelangt. Ein einfacher Algorithmus läuft so. Wir schauen, wie oft die 4 in die 27 passt. Das geht 6 mal und es bleiben 3 einer übrig. Die sind sicher der letzte Stellenwert. 6 ist größer als 4, also schauen wir wieder, wie oft die 4 in die 6 passt. Das geht einmal und zwei bleiben übrig. Die zwei sind also sicher der zweite Stellenwert, also jetzt nicht die Zehner, sondern die 4 hoch einser. Die eins kann man nicht mehr durch vier ganzzahlig teilen. Es bleiben also für den dritten Stellenwert, von hinten gedacht jetzt, noch ein 4 hoch 2er übrig und somit ergibt sich die Darstellung eins, zwei, drei mit dem Index 4, um klarzumachen, wir bewegen uns im vieradischen System. Das hier iterativ verwendete Verfahren nennt man auch Division mit Rest, die für die gesamte elementare Zahlentheorie eine wichtige Rolle bei Argumentationen spielt, deswegen schauen wir uns die etwas genauer an, obwohl sie die ja eigentlich auch schon in der Volksschule mal kennengelernt haben soll. Die Division mit Rest kann man auf der Ebene konkreter Handlungen, insbesondere in der Volksschule dann, und das nennt man auch N-Aktiv, etwa so darstellen. Gegeben wäre ein Haufen mit A-Hölzern und von dem sollen jetzt Bündel zu je B-Hölzer in jedem Bündel gebildet werden. Das Resultat ist dann eine Anzahl von Q-Bündeln, die je B-Hölzer beinhalten und wenn es sich nicht glatt ausgeht, bleiben eben unter Umständen noch eher einzelne Hölzer übrig. Jetzt hätten wir gerne eine Aussage dazu, ob dieses Verfahren in den natürlichen Zahlen auch immer ausführbar ist und in endlich vielen Schritten an ein Ende kommt. Jetzt sagen Sie vielleicht, ja eh, wieso soll das nicht so sein? Andererseits ist etwa die normale Division ohne Rest ja gerade nicht immer ausführbar. Da bräuchten wir schon die Bruchzahlen, damit überhaupt immer eine eindeutige Lösung existiert. Und dann hätten wir noch das Problem, dass dieses normale Divisionsverfahren das schriftliche bei Dezimalzahlen ja gerade nicht immer abbricht. Also da gibt es ja periodische Dezimalbrüche. Dass es sich bei der Division mit Rest also immer ausgeht und man nach endlich vielen Schritten fertig ist, ist nicht selbstverständlich, ist nicht aufgelegt, wie Sie vielleicht sagen. Und daher durchaus eines Beweises würdig. Also, sei a eine nicht negative ganze Zahl, die 0 darf also mitspielen, und b eine natürliche Zahl, da darf die 0 nicht mitspielen, dann gibt es erstens nicht negative Zahlen q und r, so dass sie a schreiben können als q mal b plus r. Zweitens wenn man A einmal als Q mal b plus r und nochmal als Q' mal b plus r' schreibt, dann kann das nur stimmen, wenn Q und Q' und R und R' eigentlich dieselben Zahlen sind. Der Satz spricht mit erstens also eine Existenzaussage an. Es gibt immer solche Zahlen, Q und R, egal wie sie A und B wählen. Und zweitens ist hier eine Eindeutigkeitsaussage getroffen. Wenn Sie A und B vorgeben, dann gibt es nur genau ein Zahlenpaar Q und R, also genau eine Anzahl von Bündeln und eine Anzahl von einzelnen Hölzern, die auch wirklich passt. Sie könnten auch sagen, die Division mit Rest ist wohldefiniert. definiert. Der Beweis ist dann jetzt ein ganz typischer. Das der ersten Teil stimmt, zeigen wir durch das Vorhandensein eines passenden Bestimmungsverfahrens, also letztlich durch einen Algorithmus, sowas nennt man einen konstruktiven Beweis, und das zweitens zeigen wir, wie fast jeder Eindeutigkeitsbeweis läuft, wir nehmen mal an, wir hätten zwei verschiedene Lösungen gefunden und führen die Annahme dann zum Widerspruch, das zeigen wir also indirekt und nicht konstruktiv. Erst einmal zum vielleicht etwas eingängigeren Teil, der Existenzbeweis. Wir stellen uns da mal ganz dumm und sagen, dividieren können wir noch gar nicht. Wir müssen also die Division ersetzen und wir ersetzen sie durch sukzessives Subtrahieren, also Minusrechnen. Wir fangen mit 27 an und ziehen einmal 4 ab, es bleiben 23 übrig. Weil 23 aber wohl noch größer als 4 ist, müssen wir nochmal eine 4 abziehen. Es bleiben 19. Das geht jetzt immer so weiter, bis wir bei der Zahl 3 anlangen. 3 ist kleiner als 4. Wir haben 6 mal 4 subtrahiert. Also wäre unsere Lösung, dass 27 gleich 6 mal 4 plus ein verbleibender Rest von 3 übrig bleibt. Das kommt Ihnen jetzt vielleicht so etwas deppert vor. Aber unser Ziel war es ja, die Division mit Rest auf etwas anderes, einfacheres zurückzuführen. Und da kann man dann eben das Minusrechnen hernehmen. Um es vielleicht den InformatikerInnen schmackhaft zu machen, damit ist jetzt auch gezeigt, dass sich auf einer Maschine bzw. in einem System das Minusrechnen und die Größe von Integern vergleichen kann, auch eine Division mit Rest implementieren lässt. Wobei wir hier nur ein Beispiel angesehen haben. Eine Frage ist ja bei so einem Algorithmus immer zentral. Laufen wir auch nicht in eine sich unendlich wiederholende Schleife, also bricht das Verfahren auch wirklich immer nach endlich vielen Schritten ab. Also schauen wir mal allgemein auf das Verfahren. Faktisch ändert sich wenig, da wir für Q, A und B keine konkreten Zahlen angenommen haben. Können wir natürlich nicht sagen, wie oft wir b von a abziehen müssen, damit ein Rest r bleibt, der kleiner als b ist? Wir sagen mal, wir haben an irgendeinem Punkt Glück gehabt und es klappt mit q mal hintereinander b abziehen. Dann ist also der Rest nun a minus q mal b und a ist q mal b plus r und r soll wie gesagt angeblich kleiner als b sein. Warum haben wir nun nicht einfach Glück gehabt, sondern können davon ausgehen, dass wir wirklich nach endlich vielen, also nach Q-Schritten, bei einer Zahl R landen, die kleiner als B ist. Die Antwort darauf haben wir in der letzten Lektion kennengelernt. Wenn wir immer wieder eine natürliche Zahl B von einer anderen Zahl A abziehen, dann haben wir eine absteigende Folge natürlicher Zahlen vor uns und dann gilt die sogenannte Wohlordnungseigenschaft und die besagt, so eine Folge muss abbrechen, Nämlich aller spätestens, wenn wir bei 1 bzw. halt bei 0 anlangen, je nachdem, ob wir die 0 mitspielen lassen oder nicht. Es ist also ganz unabhängig vom Wert von A und B ja gar nicht möglich, beliebig oft B von A abzuziehen und immer im positiven Bereich zu bleiben oder im nicht negativen. Irgendwann werden wir an einen letzten Wert kommen und dieser letzte Wert, der kann dann auch nicht größer als B sein, weil sonst hätten wir B ja noch ein weiteres Mal abziehen können. Also landen wir wirklich bei einem R, das kleiner als b ist. Damit ist dieser erste Teil fertig. Wir kommen zum zweiten, vielleicht etwas weniger intuitiven Teil, dem Beweis der Eindeutigkeit. Solche Beweise laufen fast immer so wie der hier jetzt auch. Wir nehmen mal an, wir hätten zwei verschiedene Lösungspaare, also QR und QR' gefunden. Wenn die Lösungspaare verschieden sind, könnte es jetzt sein, dass Q kleiner, größer oder gleich Q' ist. Denn es würde ja immer noch reichen, dass R- nicht gleich R ist. Wir sagen aber mal, dass Q-größer oder gleich R ist. Die Allgemeinheit des Beweises schränkt das nicht ein. Denn wenn tatsächlich Q- kleiner wäre, könnten wir einfach die Namen von Q und Q- austauschen. Das ist also eine Einschränkung, aber die die Allgemeinheit nicht einschränkt. Deswegen schreibt man da so ein OE heran. Jetzt bringen wir Q und Q- sowie R und R- jeweils auf dieselbe Seite der Gleichung und heben links noch das q' minus q heraus. Weil r und r' beides nicht negative Zahlen sind, muss r minus r' dann kleiner oder gleich r sein, also sicher immer noch kleiner als b. Wir ersetzen daher ist gleich r minus r' durch ein ist kleiner als b. Weil q' nach Voraussetzung größer oder gleich q war, muss die vordere Klammer q' minus q eine nicht negative ganze Zahl enthalten. Aber dann kann q minus q' ja nur 0 sein, denn für jede andere natürliche Zahl wäre links etwas, das größer oder gleich b ist. Es steht aber dort, dass q' minus q mal b kleiner als b sein soll. Aus q' minus q ist gleich 0, folgt aber sofort, dass q' gleich q sein muss und daraus folgt dann auch unmittelbar, dass r' eben auch gleich r sein muss. Und damit haben wir unseren gewünschten Widerspruch gegen die Annahme, dass diese Zahlen verschieden seien, schon erzeugt. Abschließende Bemerkungen: Erstens, wir haben die Division damit als fortgesetzte Subtraktion, also fortgesetztes Abziehen, aufgebaut. Zweite Bemerkung, der Fall R gleich 0, da ist B ein Teiler von A, was man auch mit so einem Strich zwischen den beiden Buchstaben hinschreibt und dann sagt, B teilt A. Aber das kommt später noch etwas genauer. Zurück zu den Stellenwertsystemen. Die Darstellung einer Zahl, zum Beispiel 27, in einem b Stellenwertsystem, also etwa im 4-adischen System, entspricht der fortgesetzten Bündelung in Viererbündeln. Wir dividieren zunächst 27 durch 4 mit Rest. Der Rest, also die 3 ergibt die 1 Ziffer und das eigentliche Resultat, also die 6, das dividieren wir jetzt wieder durch 4 mit Rest und der dabei entstehende Rest ergibt dann die, ja nicht 10er Ziffer, eigentlich ist das ja hier die 4er Ziffer. Das Resultat 1 können wir jetzt nochmal mit Rest dividieren, weil aber eh klar ist, dass 0 mal 4, da kommt ja Rest 1 heraus, können wir die 1 auch einfach an die, ja jetzt nicht 100er Stelle, sondern 4 Quadrat, also die 16er Stelle, schieben. Auch diesen Algorithmus der fortgesetzten sukzessiven Division mit Rest können wir allgemein notieren. Wir dividieren so lange fortgesetzt immer wieder durch b, bis wir als Resultat 0 mal b erhalten. Die dabei entstehenden Reste ergeben genau die Stellenwerte der Zahl im b-adischen System. Auch dieser Algorithmus muss abbrechen, da a größer als das erste Resultat q1 sein muss. Wir haben ja mindestens einmal b abgezogen bei der Division mit Rest durch b. Und genauso ist das bei q2, das muss wieder kleiner als q1 sein weil wir eben wieder mindestens einmal b abgezogen haben. Die Folge dieser Zwischenresultate Qi ist also neuerlich eine absteigende Folge natürlicher Zahlen und diese muss notwendig nach endlich vielen Schritten an ein Ende kommen. Die wichtige Voraussetzung ist dabei, b muss größer als 1 sein. Es gibt kein Stellenwertsystem zur Basis 1, denn wenn b gleich 1 wäre, dann würde es sich ja immer glatt ausgehen, das heißt es würde gerade nicht in jedem Schritt mindestens einmal b abgezogen werden, sondern sie hätten immer Rest 0 und würden immer wieder neu teilen. Hier ist das Ganze noch einmal für ein etwas größeres Zahlenbeispiel dargestellt. Und zwar ganz fein, nach Vorschrift durchgerechnet, es ist also wirklich so lange Division mit Rest gemacht worden, bis als Resultat also als Faktor q vor dem b tatsächlich 0 herauskommt. Das Ganze können wir jetzt noch vornehm als Satz notieren. Bei vorgegebener Basis b größer als 1 gibt es für jede natürliche Zahl eine Stellenzahl S und Ziffern ZI, die sich zwischen 0 und b 1 bewegen, sodass wir dann ohne führende Nullen eindeutig a schreiben können als z1 mal b hoch s minus 1 plus z2 mal b hoch s minus 2 plus und so weiter und so fort plus zs minus 1 mal b plus zs und da können Sie sich noch einmal b hoch 0 dazu denken, wenn Sie mögen. Existenz und Eindeutigkeit dieser Darstellung folgen dabei aus der Existenz und Eindeutigkeit des verwendeten Verfahrens, nämlich der Division mit Rest. Das müssen wir also jetzt nicht noch einmal extra beweisen. Für einige ausgewählte Zahlsysteme, nämlich wenigstens für die mit Basis 2, 8, 10, 16 und 60, halten sich neben den Namen 8adisch und so weiter auch griechische oder lateinische Bezeichnungen wie Dekadisches System, das wäre Griechisch, oder Dezimalsystem, das wäre lateinisch. Wenn man Zahlsysteme mit Basis größer als 10 verwendet, Benötigt man offensichtlich mehr als zehn Ziffern. In der Indo-Arabischen Schreibweise haben wir aber nur zehn Ziffern, 0 bis 9, die reichen dann nicht aus. Jetzt kann man sich bis 36 noch dadurch behelfen, die Buchstaben des lateinischen Alphabets auch noch als Ziffern zu verwenden. Das macht man zum Beispiel ganz gerne bei den in der Informatik ja recht gebräuchlichen Hexadezimalzahlen, wo dann noch A bis F als weitere Ziffern über der 9 hinzukommen. Wir werden hier aber eher das in der Mathematik gängigere System verwenden, bei einer Basis größer als 10 die Stellenwerte einfach sicherheitshalber mit so einem Beistrich voneinander abzutrennen, denn das geht für beliebig große Zahlen als Basis. Am Beispiel 12214 im 60er-System ist ungleich 12214 im 60er-System, können wir dann auch gleich noch einmal kurz üben, wie man die Rückverwandlung vom 60er oder im beliebigen Zahlsystem ins Dezimalzahlsystem realisiert. Und wir sehen dann auch gleich, dass das wirklich wichtig ist, da diese Beistriche hereinzusetzen, also dass das verschiedene Zahlen sind. Also, dann schauen wir uns das mal an. Die größte Schwierigkeit ist hier das große 1x1. Also, wir haben hier stehen 12 mal 60 zum Quadrat plus... 2 mal 60 plus 14. So, hinten können wir schon mal schön ausrechnen. 2 mal 60 ist 120 plus 14 ist 134. Also plus 134 haben wir schon. Vorne brauchen wir 12 mal 60 Quadrat, das ist dasselbe wie 12 mal 3600. So, jetzt war es mir besonders kompliziert. 12 mal 3 ist äh, hoffentlich 36 und äh, 12 mal 6 ist 72. Und an das Ganze müssen wir zwei Nullen anhängen. Damit kommen wir in Summe auf 0, 0, 2. 7 plus 6 ist 13 und 1 plus 3 ist 4. Also haben wir hier 43.200. Plus 134, das ergibt 43.334. Gut, und jetzt schauen wir mal, was hier rauskommt. Das ist Gott sei Dank etwas kleiner. Einmal 60 Quadrat plus 22 mal 60 plus wiederum die 14. Einmal 60 Quadrat geht im Kopf. Das ist wieder die 3600 plus die 22 mal 60. So, weil wir ja hier auch algorithmisches Rechnen üben, machen wir das jetzt wirklich wieder zu Fuß. 6 mal 2 ist 12, ist also 132, nicht wahr? Weil vorne haben wir auch nochmal die 12 mit den Überträgen, haut genau hin. Und 0 mal 22 ist 0, hängen wir also einfach eine 0 ran. Also steht hier 1320 plus die 14. Das ist also 3600 plus... 1320 plus 14, das ist also 4394 und 4934 ist offensichtlich nicht dasselbe wie 43.334. Damit ist nochmal verdeutlicht, warum das wichtig ist, dass wenn man mehr als Zehn Ziffern hat man sich irgendwie notieren muss, wo die Stellenwerttrennungen sind. Wir hatten damit begonnen zu fordern, dass zweckmäßige Zahldarstellungssysteme die Ausführung algorithmischen Rechnens, also der Grundrechenarten, unterstützen sollen. In der Tat ist es so, dass die Ihnen und mir gewohnten schriftlichen Rechenverfahren in allen Stellenwertsystemen unabhängig von der Basis ausführbar sind. Wir wollen einmal 1, 2, 3 plus 3, 1, 2 im Vierersystem berechnen. Wir fangen da wie gewohnt hinten an und erhalten aus 3 plus 2 5. Da ist die Stelle, wo wir jetzt etwas aufpassen müssen. Die Überträge sind natürlich andere als im Dezimalsystem. 5 ist im Vierersystem dargestellt ja 4, also ein Vierer plus 1, also... 1, 1 in Stellenwertschreibweise. In die letzte Stelle kommt also eine 1 und der Übertrag ist auch eine 1. Analog ist 1 plus 1 plus 2 4, also kommt eine 0 in den zweiten Stellenwert und wir notieren wieder eine 1 als Übertrag. Und jetzt ist dann noch 1 plus 3 plus 1 wieder 5, also notieren wir im dritten und im vierten Stellenwert auch jeweils eine 1. Sicherheitshalber rechnen wir auch nochmal die Probe. 1, 2, 3 aus dem Vierersystem ergibt 27 im Dezimalsystem und 3, 1, 2 aus dem Vierersystem ist 54 im Dezimalsystem. 54 plus 27 ist 81 und 81 ergibt im Vierersystem in der Tat gerade 1101. Damit sind wir am Ende dieses ersten Kapitels angelangt. Wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, gibt es hier unter dem Video gar keinen Übungsblock. Der kommt diesmal erst nach dem zweiten Kapitel. Aber ganz entlasse ich Sie noch nicht. Schnitzeljagd dürfen Sie schon auch machen.